So. Ja, wie Alles ich es eben Glück. schon gesagt habe, ich bin noch neu in der Wüste, mich ein bisschen am Einsiedeln und ich vergessen habe Holz mitzunehmen, muss ich mal ganz kurz hier. Alter, jetzt gerade ist dein Ton aber komplett weg. Echt? Ja. Egal, wenn er selber aufnimmt, dann ist es bei ihm ja, ist er wenigstens da. Echt? Naja, es wird wahrscheinlich wegen Teamspeak gewesen sein oder so. Geht's denn Ja, jetzt oder stimmt. was? Ja. Ja, es war nur ein bisschen Komm abgehackt. mal jetzt hin, Markus. Ich brauche noch einen. Ah, oh, ja, hör nicht rum. Oder mehr noch. Drei oder so. Und gib mir mal einen Flaschenöffner für mein Bier, bitte. Du bist auch ein Spinner. So. Ah, schönes Guinness. Bist du alles immer solch für ein Zeug? Ja, das hatte Paolo geschenkt bekommen, das Sixpack, und da habe ich mir eins von gesnackt. Aber Guinness ist doch lecker. Gute Motoröl, Erstmal hier ne? meinen Geheimgang angucken. Was? Gesagt, jetzt können wir erstmal hier Bitte Mons? meinen Gang angucken, den ich gegraben habe. Und dann Teich durch. Hast du noch eins zufällig? Nein, ich hab dir Schade. alles, was ich hatte, gegeben. Egal. Ich habe noch eine coole Idee. Ups. So. Ja, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Wie machen wir das jetzt mal? Was? Erstmal die Fackel hier weg. Warte, versuchst du, Dan? Ich versuche die Monsterfalle noch ein bisschen zu erweitern, weil in der Höhle daneben immer voll viele Monster spawnen. Ja. Dadurch, dass ich die Fackel da jetzt wegmache, dann spawnen die da noch und fliegen, gehen auch noch in den Raum rein, den ich dann da unten gemacht habe. Ach so. Also das ist zumindest der Plan. Klingt der Gute. Mal abwarten. Die hauen da ab? Scheiße. Du bist zu hässlich. Also wieder da. Top, die brauchen nur noch einen Schlag jetzt. So. Hoffen wir, das funktioniert jetzt. Nein, so nicht. Ich muss erstmal was ändern, nämlich so. Bist du ein Enderman? Ja, diese scheiß Kuh, ne? Das geht mir so auf den Sack, dass ich ständig irgendwelche Sachen wegwerfe. Das ist ja genau neben dem Weg. Oh, wie lange muss ich jetzt bitte kloppen? Damit hier mal ich mal wieder auf meine 30 Level komme. Ja. Erstmal Bier aufmachen. Oh, wieder? Hast du nicht gerade erst? Nee, das war schon leer. Mal gucken, während ich das Bier jetzt geöffnet habe, wie viele Zombies jetzt hier rumlaufen. Klock, klock, klock. 4 Stück. 5. Alle ein Schlag, das ist doch top. Ich hätte mir vielleicht auch mal eins holen sollen, bevor ich aufnehme. Ja. Vor allem das Geile ist, ich stehe eh direkt hier vor der Falle normalerweise. Weil.
Die Items kriege ich nicht. Wie kommt das denn? Nimmt der eigentlich jetzt bei Frips automatisch den Sound von TeamSpeak auf, oder wie ist das? Hunden, wie kann das sein? Ich bin... Ich stehe hier vor und da vor mir sind aber nur zwei Blöcke. Ich krieg die Items nicht. Muss ich mir gleich mal angucken. Markus, du bist dann in der Nähe? Ja, ich guck gleich mal. Also, was war jetzt mit morgen, Bild? Nix, ne? Ja, ihr wollt doch GTA zocken oder was, oder wie? Ja, stimmt. Mal gucken, wenn ich Langeweile habe, komme ich vielleicht mal rum und guck mir das an. Also, wollte ich euch noch fragen, was geht denn bei euch am Wochenende? Ich habe mir nämlich überlegt, Donnerstag wegen Einweihungsparty ist scheiße, weil wir Freitag wieder in die Uni müssen. Ach so. Und wenn man dann quasi Freitag von 13 bis 20 Uhr in der Uni ist, dann kann ich vorher nicht so viel trinken, weil. Ist ja komplett kaputt da. Könnte man das vielleicht Samstag oder so machen? Das oder ging ja auch Sonntag. Bei mir. Bild, das hängt ja wahrscheinlich wieder am Bild dann. Ich hab bis 9 Uhr Kegeln, aber ich könnte dann danach einfach abhauen da oder wie. Das würde ja gehen. Also Samstag. Weil sonst scheiße, ich hab auch keinen Nerv, dann mich donnerstags zu begasen, wenn ich dann freitags noch die Schreckschraube da hab. Präsi ist aber Samstag, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Er stand irgendwie 5.10. glaube ich. Ja, wir tüllen das Donnerstag, Mittwoch mal zusammen. Mal Paolo morgen mal den Kreis auf das Brett. Dann kann er das mal sägen. Ja. Die Grundplatte können wir ja ruhig dünn machen, das ist ja egal. Da brauchst du ja nur ein bisschen Fläche. Ja, das ist ja Hauptsache, dass die Kacke ein bisschen steht, ne? Das ist ja im Endeffekt. Ja, ja. Die ist groß genug, die kann ich einen Meter mal einen Meter machen. Ja. Ach, da kommen die alle raus. Mysteriös. Ja, die kommen alle aus den Tiefen dieser Höhle. Mysteriös. Wieso mysteriös? Ist da dunkel ist, geht das, kann das auch sein. Nicht das Loch jetzt. Wenn ich die Höhle jetzt benutzen könnte, dann wird hier echt vor Zombies nur so wimmeln. Gucken, welche Falle hinter effektiver ist. Ich weiß ja nicht, wie weit Hunsen mit seiner ist und was er da genau plant. Ja, das dauert noch. Aber das wird erstmal eh nur für Items. Ey, dann können wir ja Samstag endlich mal das Tiger Woods Spiel ausprobieren. Ja, wir müssen noch eins ausprobieren, überlegen, ne? Aber. Wollte schon sagen, dann können wir endlich mal das Trinkspiel ausprobieren, was du dir bis dahin ausdenkst. Achso. Genau. Da bild mal sofort meine Toilette einweihen. Kann den kauf vorher Riesenpackungen Streichhölzer. Kann den Belastungstest machen. Ob es eine wirkliche Villeroy und Boch Schüssel ist. Öff. Wird sich die Qualität dann zeigen. Und ob man die Farbe wieder rauskriegt. Brauchst vielleicht einen Hotdog-Reiniger oder sowas. Das war ganz kurz. Markus, bist du gerade in der Nähe von der Falle? Ja. Kannst du mal oben bitte, wo der Eingang ist? Oh ne. Was ist da? Du sollst mal. Du weißt ja, wenn du in die Falle reingehst, dann ist ja zwischendurch noch so ein kleiner Abgang zu einer Höhle. Kannst du den mal zumachen? Da kommt immer wieder was durch, glaube ich. Ja, muss man eben gucken, dass ich noch ein bisschen irgendwas necke, womit man das zubasteln kann. Boah, schon wieder? Oh, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Was war los? Ah, ich musste gerade mal kurz hier was tütteln. Mir ist die ganze Haribo-Tüte runtergeflogen mit den sauren Dingern drin und der ganze Scheiß hat ja.
Der ganze Scheiß ja, da die kommen da, da. Von oben kommen nur noch Monster runter, lol. Warte mal, wo das war das? Das ist meine persönliche Monsterfalle und wer die benutzen will, muss mich bitte fragen, danke. Ich ja nicht. Wo willst du einen zuhaben, du Trottel? Besonders für Bild. Mhm. Ja, warte mal, von wo kommt man denn? Von hier, von ne? Da. Ja, alles am besten hier. Warte mal, das kann ich eben selber machen. Boah, ich bräuchte mal echt mal so eine mega verzauberte Schippe. Sonst wundert man sich nämlich immer, dass von oben so viel Kacka runterkommt. Die Falle ist jetzt auf jeden Fall super zum XP-Farmen. Ein bisschen, ab und zu kommt halt mehr, mal weniger da raus. Alter, diese Fuck-Skelette, ne? Die geben mir so einen Piss. Machst du? Wer? Mann. Zombies draußen kloppen. Ja, komm, Arschloch. Ach, Mist. Muss ich ja wieder laufen jetzt. Ich sehe mir, die kommen, teilweise kommen die so, kommt man so eine halbe Minute gar nichts und dann kommen die wieder alle auf einmal. Ja. Hunsen, wie geht's voran? Ach ja, ach ja. Es wird. Ach, dann. So in Staffel 5 bin ich fertig. Uff. Lässt du die Aufnahme mal einem durchlaufen oder machst du zwischendurch mal Unterbrechung? Wozu? Weiß ich nicht. Dass du mehrere kleine Teile hast, statt ein großes oder so. Doch für die Hinter, für die Bearbeitung egal. Ob ich das ja, jetzt. Ja, was heißt, wenn du mehrere kleine machst, brauchst du einfach ein Format Factory und einmal durchwichsen, ne? Ja, dann musst du halt den Timer stellen, dass du alle 15 Minuten mal einmal die Aufnahme beendest. Ist auch sehr spannend, was ich jetzt eigentlich hier mache zum Aufnehmen, Sandfarm. Oh. Oh, jetzt ist eh meine Schippe kaputt. Maestro Bild am Fahren. Ja, ich werde jetzt mal ganz kurz, mach jetzt mal 10 Sekunden die Aufnahme aus, holen mir eben Bier und komm dann wieder und dann komme ich mir mal eure Sachen da angucken. Das ist wahrscheinlich interessanter, als wenn ich hier den ganzen Scheiß die ganze Tag Zeit oder Nacht? Nacht. Was ist Nacht? Na top. Ich mache jetzt mal ganz kurz eine Sekunde Aufnahme aus, ne, bis ich wieder da bin. So, da sind wir wieder. Der nimmt dein Mikro nicht in Teamspeak auf, glaube ich, oder? Nee, nee. Wie kann man denn jetzt nochmal in die Falle rein? Ach so, eine Schippe. So. Ja, jetzt haben wir erstmal genug Sand gefahren. Markus. Was? Wo war jetzt denn nochmal der Eingang zu der Monsterfalle? Ach, was mach ich denn? In dem Eingang zu, wo du in den alten Tunnel reinkommst, nur dann einmal abbiegen. Da, wo auch die Haltestelle für den Ilore ist. Aber die ganzen Kakteen, die hier rumstehen, denke ich die ganze Zeit, das wäre ein Creeper. Nee, jetzt bin ich zwar in der Falle drin, aber. Selber in der Falle. Verstehst du? Hm. Bin ich in die Falle gegangen. Das war zu weit.
Ja, jetzt müsste es wieder passen. Zack, alles Sandstone schon verballert, ey. Das ist so kacke. Sandstone ist echt ein scheiß Material. Kommen Sie jetzt zur Falle oder was? Ja, ich komme jetzt mal dahin, Leute. Wenn ich jetzt den Rückweg finde. Ich komme auch mal gucken. Ich muss jetzt hier die Beine in die Hand nehmen und rennen. Aber erst hole ich mir was zu essen. Also so in-game meine ich. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich die Render Distance eigentlich auf. Hier ist der Fang. Ja, das läuft so. Alter, warum ist da schon wieder ein Creeper und eine Spinne? Und ein Skelettbogenschütze, Alter, was geht ab? Oh, der Scheiß. So, ich komme jetzt mal zu euch darüber, ne? Jojo. Erstmal eben warten, bis da noch was runterfällt. Wer ist explodiert? Ah, es war ein Creeper, aber der hat nur vier Steine weggehauen. Wo? Dass da gar nichts mehr runterfliegt. Geht auch die Sonne wieder auf? Was? Welche Sonne? Ja, draußen. Ach, der hat das wirklich nicht gesagt. Ich dachte, ich habe das nicht verstanden. Das war so abgehakt. Ja, wenn es abgehakt ist, dann. Keine Ahnung, aber ich kann das Mikro ja nicht einstellen. Deine Verbindung ist auch wieder ultra nice. Halben Balken. Habe ich gerade ein paar Probleme mit Laden. Warum kommt denn jetzt hier nichts? Oh mal. Doch, der Weg war doch richtig. Ah, jetzt habe ich mich hier fast verlaufen. Aber nur fast. Kommt ja auf einmal nichts mehr runter von den Viechern raus. Das ist geil, ich sehe immer schon meine Kühe in der Luft schweben, obwohl noch der Rest noch gar nicht aufgebaut ist. Huns, ist deine Falle fertig? Was? Deine Falle fertig? Ne. Dauert noch ein bisschen. Na, das ist schlecht. Huns komisches Baumhaus sehe ich da in 100 Kilometern Entfernung, aber meine Kühe irgendwie noch nicht. Ja, meine Kühe auch, also nur die, die hier so rumstehen. Aber das sieht doch gut aus. Ich verstehe auch nicht, warum da jetzt gerade keine Zombies mehr runterfliegen. Hier mein kleiner Freiluftkuhstall, eigentlich ist ein Haus zu wohnen. Ja, doch, jetzt haben wir es. Wir eben die restlichen Kartoffeln abholen, die noch hier im Ofen sind. Ach Leute, klettert ja die Leiter hoch. Mann, bin ich zu blöd, die Leiter hochzugehen oder was? Willst du wirklich eine Antwort haben? Mann, geht schon, so. Danke. Na, ja, da ist der Hunsen. Hey, hab ich gerade nur drei Weizen eingesammelt?
Haben wir noch Eisen irgendwo? Moment. Ich hab hier nichts mehr, nee. Müssen wir gleich mal unter Tage gehen, glaube ich. Mal in Hundens Wühlkiste gucken hier. Was wir da noch so haben.